Neymar, Silvio Berlusconi und Hollywood-Superstar Dwayne The Rock Johnson. Auch immer mehr Prominente stecken sich weltweit mit Corona an. In Deutschland hat es laut Robert-Koch-Institut seit gestern 1.311 neue Ansteckungen gegeben. Damit sind rund 16.300 Personen zurzeit akut infiziert. Die Zahl der Toten ist um 8 gestiegen auf 9.321. Der Reproduktionsfaktor liegt laut RKI im Moment bei 0,80.